Du hattest doch bestimmt schon mal eine Verletzung, sei es eine einfache Schnittwunde oder größere Verletzungen. Ich erforsche alles rund ums menschliche Gehirn, aber hauptsächlich den Teil im Gehirn, der einem Menschen Schmerz empfinden lässt. Zuerst habe ich bei kleinen Ratten und Mäusen untersucht, wie gut sie zwischen Schmerzen und anderen Gefühlen unterscheiden können. Danach habe ich bei Hasen und Meerschweinchen untersucht, ab wann ihr Schmerz gerade in ihre Grenzen stößt. Danach habe ich bei Katzen und Hunden untersucht, wie stark sich diese Tiere untereinander Schmerzen zufügen können. Als jedoch eines Tages rauskam, dass meine Forschungen Tiermisshandlungen gleichkommen, wurde ich gefeuert und musste meinen Professortitel abgeben. Nun erforsche ich die Schmerzreflexe auf eigene Faust. Aber gehen wir doch in meinen Keller. Du kannst dich ohnehin nicht wehren. Ich habe K.O.-Tropfen in dein Getränk geschüttet. Puh. So, da wären wir. Verzeih mir die umher verstreuten Menschen, aber diese Versuchsobjekte waren nicht stark genug und verstarben, weswegen sie nicht alle aufräumen konnte, da einige zu schwer für mich wären. Aber fangen wir an, sagte der Wissenschaftler und schnallte dich an der Bahre fest. Danach erklang ein Geräusch, was dir durch Mark und Bein ging. Es war das Kreischen einer Säge. Hab keine Angst, tut nicht weh. Mir nicht.